Eine größere Gruppe von Migranten bewegt sich nach Angaben der Behörden in Belarus auf die Grenze zum EU-Nachbarland Polen zu. Aus Sicht der polnischen Regierung könnte die Gruppe versuchen, in der Nähe des Ortes Kuznica-Białostocka die Grenze zu durchbrechen. Das polnische Verteidigungsministerium veröffentlichte auf Twitter ein Video, das die Gruppe in der Gegend zeigen soll. Der Geheimdienstkoordinator Stanislaw Zarin schrieb auf Twitter: Nach neuesten Informationen steht diese riesige Gruppe von Migranten unter der Kontrolle von bewaffneten belarussischen Einheiten, die entscheiden, wohin sie gehen darf und wohin nicht. Er sprach von einer weiteren feindlichen Aktion des Nachbarlands gegen Polen. Die polnische Regierung berief deshalb einen Krisenstab ein. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko steht in der Kritik, Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Er hatte als Reaktion auf Sanktionen gegen sein Land erklärt, Menschen auf ihrem Weg zu einem besseren Leben im, Zitat, gemütlichen Westen nicht mehr aufzuhalten. In der Grenzregion gab es bereits mehrere Todesfälle unter Migranten. Die EU-Staaten Polen und Litauen haben in den vergangenen Monaten tausende Grenzübertritte gemeldet. Deutschland gilt als ein Hauptziel der Migranten.